aussieht, ist Mercer noch auf der Flucht. Also sei vorsichtig, okay? Er könnte überall sein. Jo, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat und wir machen heute weiter. Ja, wie gesagt, immer mal wieder, dass zwischendurch mal was anderes fährt. Aber schön, dass ihr wieder dabei seid und jo, was machen wir heute? Fahren wir mal wieder ein bisschen in der Nacht, würde ich sagen. Haben wir überhaupt irgendwelche Rennen? Wir müssen nämlich über 40 noch erreichen. Racing Story Potenzial. Gut, dann fahren wir die heute. Und dann machen wir heute ein bisschen Story, damit wir dann wieder ein bisschen A, Kohle verdienen und B, vor allen Dingen auch mal wieder Richtung Level 40 ein bisschen gehen. Das ist zumindest mal das nächste Ziel. Und dann schauen wir mal. So. Jo, wir haben Mercer. Naja, zumindest die Wagen. Wir sollten uns treffen. Hey, diesmal habe ich was anderes für dich. Komm nach Rockville und versuch dich an ein paar Haarnadelkurven. Upsala. Ich dachte, ich könnte jetzt runter, oder? Aua! Es war zwar nicht ganz produktiv, aber es hat funktioniert. So, ich dachte mich gerade, ich brauche jetzt einen Dürfter. Tagsüber verfügbar, ernsthaft? Oh, klasse. Aber ich habe das sehen Dürfter allerdings Event, ne? Gut, dann müssen wir nochmal in die Garage. Wenn das so weitergeht, kommen wir nie in die League. So. Willkommen zurück. Ich weiß, dieser Ort ist schwer zu finden. Und das ist auch gut so. Gut, also nochmal. So, dann fahren wir jetzt nochmal. Gehen wir jetzt nochmal in die Nacht. Jetzt gehen wir in den Tag. So, warum ist das richtig? Da oben lang. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg jetzt da. Einfach durch die Abkürzung zu nehmen. Upsi. Cool, hier könnte ich eigentlich auch die Kopf abhängen, ne? Jetzt geht, oder? Wenn sie mitkommen, mitmachen. Doch nicht, dass wir da runterfahren. Also, so, das ist so kurz. Gut, dann muss man halt mal was auf den regulären Weg.
Bei meinem Glück ist das wieder so ein Dürfding. Das heißt jedenfalls Potenzial. Mal gucken, was es ist. Machen wir so. Ja, Potenzial. So heißt diese Mission. Okay, es ist tatsächlich Dex. Es ist dann Blatt so dabei, dass es eine Racing Story ist. Das hier ist noch eine potenzielle Strecke für den nächsten Showdown. Mal okay. Sehen, wie sehr sie dich fordert. Schauen wir mal. Okay, das war kein schlechter Move. So drei Runden. Und jetzt haben wir zumindest mal ihn schon geholt. Komm ruhig erstmal nach vorne, mein Freund. Es sieht gut aus. Kämpf dich jetzt nach vorne. Ich bin doch schon erster, im Gegensatz zu dir zumindest. Weil der guckt da hinten immer auf den letzten Plätzen rum. So, jetzt haben wir ein bisschen Abstand nach hinten gewonnen. Mach weiter Druck und warte auf ihre Fehler. Komm, du erstmal von den ganzen hinten weg, bevor du irgendwas von Fehlern erzählst, weil ich habe hier einen Vorsprung von guten Kilometer auf den aktuellen Zweitplatzierten. Sehr froh, wenn ich dich nicht überrunde. Ich baue meine Führung aus. Wo bleibst welche, du denn? Welche Führung? Lass dir das nicht mehr nehmen. Noch was für dich drin. Ja, ich überrunde dich gleich, mein Freund.
So. Wir haben es geschafft. Du magst die Strecke, hm? Wenn du noch eine für mich testest, besorge ich dir ein High-End-Fahrwerkskit. Okay. So, wir nehmen die Kohle mit natürlich. Der Dex hat gerade mal die zweite Runde von dreien abgeschlossen. Potenzialstufe abgeschlossen. So, ich gucke jetzt gerade, ob wir noch irgendwo eine haben. Haben wir so den. Ich sag bloß, wir haben in der Nacht eine erst. Da haben wir sie gerade nicht da. Dann fahren wir noch schnell, fahren wir noch ein weiteres Rundkursrennen. Da nehmen wir heute erstmal ein bisschen Kohle mit. So, nehmen wir so mit, das wird das nächste Rennen. So. Aber es ist keine Absicht, dass ich den jetzt irgendwie weghauen wollte. Ich glaube, dann wäre ich erst die Runde von drei weg. Wir sind jetzt schon in Runde zwei. Vielleicht machen wir nächste Woche wieder Folge, aber mal wieder ein bisschen was in der Nacht, das war das alte Rennen mal wieder fahren, aber irgendwann geht es halt nicht anders. Thank you.
So, mal gucken, ob ich jetzt gleich den hier wieder einen Skyline Rolli bekomme. Den habe ich auch noch gerundet, den Evo. Ich glaube, das war der vierte oder fünfte sogar noch. So, die Kohle nehmen wir nochmal mit. Das war der fünfte, ja. So, gut, dann würde ich sagen, wir machen Feierabend. Wir sitzen in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Ich was mit Heat und dann gehen wir mal wieder in die Nacht und dann machen wir ein paar alte Kamellen, damit wir dann ein bisschen erleben können wieder. Bis dahin und tschüss.